Hallo und grüß Gott, mein Name ist Bernd Auer von PD Experts. Wir beraten Firmen bei der Einführung und der Verwendung von Pipedrive und natürlich auch dazugehörigen Tools, wie zum Beispiel auch, wenn es in Richtung Projektmanagement geht. Heute wollen wir herausfinden, wo sind die Grenzen zwischen Pipedrive und Projektmanagement, bis wohin kann man Pipedrive verwenden. Zu diesem Zweck begrüße ich Sie herzlich heute bei mir, den Bernd Kopin von der Firma Bridgefow. Hallo Bernd. Hi Bernd, freut mich. Hi. Bernd, magst du einmal erzählen, warum du dich mit diesem Thema beschäftigst? Ja, sehr gerne. Du, ich habe in den letzten, das sind das 10 Jahre bestimmt, mehrere Firmen mit aufgebaut. Schnell wachsende Technologie-Startups, größere Teams. Und wir sind immer wieder an den Punkt gekommen, wo E-Mail und Excel einfach nicht mitskaliert haben. Also man wusste überhaupt nicht, wer macht eigentlich was bis wann. Keine Klarheit darüber, über die Aufgaben, Projekte, Stati. Und ich habe dann relativ früh angefangen, mich mal ein bisschen zu informieren, was gibt es denn da für technische Möglichkeiten. Und habe in den letzten 10 Jahren so gut wie alle Tools, die es eigentlich auf dem Markt gibt, durchgetestet und bin immer wieder bei Asana hängen geblieben, weil Asana uns jetzt in unseren Firmen und dann auch mich persönlich in der eigenen Produktivität als Technologie, als Tool so unterstützt hat, dass wir quasi genau diese Klarheit, die wir brauchten, auch skalierbar aufbauen konnten. Ja, das war so der Grund dafür. Was sind die Top 3 der Tools, die du kennengelernt hast? Jetzt zum Thema Workmanagement oder generell? Workmanagement und Projektmanagement. Ja. Nummer 1 ganz klar, Asana. Nicht ohne Grund haben wir uns dafür entschieden. Ich mag auch sehr gern Todoist. Das ist weniger ein Projektmanagement-Tool, mehr so eine Taskliste, die man aber eher für sich alleine, aber vielleicht auch in Miniteams nutzen kann. Also eigentlich eine ganz andere Kategorie wie Asana. Ja, und dann wird es auch schon schwierig. Also dann gibt es relativ viele Tools. Ich nutze noch ganz gerne das Tool Fantastical. Das ist ein Kalender mit integrierter To-Do-Liste, der sich auch mit zum Beispiel Asana und allen anderen Tools gut integrieren lässt. Das ist so mein Setup, was ich nutze. Verstanden. Was würdest du sagen, für welche Zielgruppe ist Asana genau gebaut? Ich glaube, Asana hat angefangen, als Asana groß wurde, ich glaube, die haben so 2012 zum ersten Mal ein Release gemacht, wurden die viel von kreativen Teams, Marketing-Teams genutzt, die ja, sich organisieren mussten. Und mittlerweile kann man da gar keine Zielgruppe mehr festlegen. Also Asana wird ja wirklich genutzt von großen Weltkonzernen und von der 5-Mann-Startup-Bude in der Garage. Also das ist wirklich sehr breit und das ist auch so ein bisschen das Thema von Asana. Man sagt nicht Projektmanagement eigentlich, sondern Workmanagement. Das ist so ein Zentrum in der Firma, wo alle Prozesse zusammenlaufen. Und ich würde aber sagen, Hauptzielgruppe und Haupt-Use Case sind wirklich größere Firmen, so der typische Mittelstand bis Konzerne, das sind die Hauptzielgruppe. Einer der großen Vorteile, der mir aufgefallen ist im Vergleich zu Pipedrive, ist, du kannst relativ leicht bei Asana auch zusätzliche Nutzer einbinden, denen du jetzt keinen Zugriff aufs CRM geben musst. Also, das ist meine Erfahrung, dass Asana auch für kleine Teams super ist, aber sobald jetzt Drittanbieter reingreifen müssen, wie weiß nicht, irgendwelche Grafiker oder sowas, dann beginnt es auch sehr spannend zu werden mit Asana. Ja, genau. Du kannst sogenannte Gäste einladen, die sind kostenlos und die haben dann genau auf das Zugriff, was du denen geben musst. Und das Schöne an Asana ist, wenn du zum Beispiel Designer reinholst, dann kannst du ein schönes Kanban-Board aufbauen und das ist super einfach zu verstehen. Das heißt, die meisten Designfirmen kennen Asana und wenn sie es nicht kennen, schauen sie sich ein Video an und haben es eben verstanden, weil das Tool auch sehr leicht zu verstehen ist. Ich meine, viele kennen Trello mit diesen Karten und Asana hat eben eine ähnliche Funktion, eben deutlich umfangreicher, aber man versteht es einfach sofort und das ist wirklich praktisch. Was sagst du, du kennst ja Pipedrive auch, bis wohin kann man es in Pipedrive abdecken und wann sollte man sich überlegen, jetzt ein zusätzliches Tool wie zum Beispiel Asana zu verwenden? Genau, also wir bei Bridgeflow nutzen auch Pipedrive, um unsere Leads quasi zu verwalten. Und wir haben es so aufgebaut, dass Pipedrive genutzt wird, um die Pipeline alles bis zum Closing aufzubauen. Das heißt, der Lead kommt irgendwie rein über verschiedene Kanäle und wird dann über verschiedene Stati bearbeitet. Und da ist ein Prozess hinter, auch mit Automatisierung. Da können wir vielleicht später noch drauf eingehen. Das haben wir relativ stark automatisiert. Und bei uns fängt es dann an, dass dann mehrere Abteilungen einen Kunden bearbeiten müssen. Dann geht es wirklich um Projektmanagement. Das heißt, irgendwie im Marketing muss jemand was machen, im Vertrieb muss jemand was machen, in der Beratung. Wir beraten ja Firmen zur Einführung von Asana. Das ist unser Kerngeschäft. So, da sind mehrere Parteien. Und in Pipedrive kannst du relativ simple To-Do-Listen anlegen, aber keine Abhängigkeiten aufbauen. Du kannst keine Fälligkeitsdaten, die sich verschieben, aufbauen, keine Regeln und sowas. Und ab dem Zeitpunkt öffnet sich dann bei uns, wenn ein Deal auf gewonnen markiert wird, öffnet sich bei uns ein Projekt in Asana, automatisiert tatsächlich auch, wo wir dann eine Checkliste zusammen abarbeiten können. Das
Da gibt es eine schöne Beschreibung, was ist ein Projekt? Was kriegen wir das hin? Auf der einen Seite, es ist zeitlich beschränkt, also hat ein Startdatum und ein Enddatum. Es hat Aufgaben, die zu komplex sind, um sie als einzelne Aufgaben abzudecken. Und diese Aufgaben haben Abhängigkeiten voneinander. Gell? So irgendwie geht das. Zum Beispiel, genau. So, ja, genau. Also ein großer Fehler, den vielleicht viele machen, ein ganz einfaches Beispiel. Vielleicht die Frage an dich, Geburtstagsparty planen. Ist das eine Aufgabe oder ein Projekt? Ja. Viele Leute schieben, das ist eine rhetorische Frage, viele Leute schieben so eine Aufgabe immer vor sich hin, weil womit fange ich an? Und wenn man das dann anfängt runterzubrechen, irgendwie eine Location suchen, Budget festlegen, Musikplaylist aussuchen, Gästeliste erstellen, das sind dann wirklich kleine To-Dos, die man abarbeiten kann und dann würde man aus Geburtstagsparty planen ein Projekt machen. Genau, verstanden. Wollen wir mal reinschauen, wie ihr arbeitet? Ja, gerne. Also das, was mich natürlich besonders interessiert, diese Verbindung zwischen Pipedrive und Asana und wie Asana jetzt aufgebaut ist. Ja, können wir gerne machen. Ich teile dafür mal meinen Bildschirm. Mhm. Also ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht. Wir haben auf der einen Seite Pipedrive. Das sieht so aus, für diejenigen, die es noch nicht kennen. Das hast du ja auch in vielen deinen Videos sicherlich schon gezeigt. Du hast hier eine klassische Pipeline. Ich habe jetzt hier mal so ein Beispiel mitgebracht. Du siehst zum Beispiel, hier sind verschiedene GmbHs oder verschiedene Firmen, die wir durch die Pipeline jagen. Das heißt, irgendwann vereinbaren wir einen Termin, wir stellen ein Angebot und man kann diese Deals quasi hin und her schieben, bis man quasi irgendwann bei dem Status Zusage einholen ist. Das heißt, der Kunde hat eigentlich schon bestätigt und man möchte oder ist kurz vor Bestätigung und möchte ihn reinholen. So, wenn man dann in so einen Deal reinklickt, die Pipedrive-Oberfläche sieht so aus, ich habe dann hier quasi To-Dos, kann diese To-Dos auch einzelnen Leuten zuweisen, aber das war es dann jetzt auch irgendwann schon. Ich kann quasi keine Abhängigkeiten reinmachen und so weiter und so fort. Und was du bei uns hast, wir haben hier quasi den ganzen Verlauf an Activities, Notizen, E-Mails, alle Dokumente, die wir mit diesem Kunden quasi besprochen haben. Hier würden dann quasi auch alle Felder ausgefüllt, dass wir alle Infos haben. Also wirklich so ein klassisches CRM-Tool. Und wenn dann bei uns hier einmal auf Gewonnen gedrückt wird, dann geht bei uns eine Riesenkette an Automatisierung los. Das heißt, jetzt zieht die Asana-API die Informationen aus Pipedrive raus und wir switchen dann in Asana. Das heißt, der Deal wird dann hier jetzt nicht mehr weiter bearbeitet, sondern wir gehen dann in Asana und arbeiten dann in einer Checkliste ab. Also es kann dann zum Beispiel so aussehen, dass man ein Projekt öffnet. Sagen wir mal, das ist eine Eventplanung, die wir hier gewonnen haben. Wir müssen jetzt ein Event planen, wenn wir eine Eventfirma sind. Dann haben wir hier dieses Tokio-Event haben wir gewonnen und dann müssen wir jetzt quasi alle To-Dos, die für diese Event-Organisation fällig sind, die kann man hier durchgehen. Dann siehst du schon, die sind einzelnen Leuten zugeordnet mit Daten, mit Custom-Fields, wie zum Beispiel, wie viel Zeit brauche ich für die Aufgabe, welches Budget liegt dahinter, welche Priorität hat es. Ich kann das entsprechend sortieren. Und das ist komplett automatisiert. Ich muss nur einen Klick machen und das ist da. Und alle 15 Leute, die an diesem Projekt arbeiten, sind sofort eingeladen und können dann hier zusammenarbeiten, auf einzelnen Aufgabenebenen kommunizieren und haben es dann eben auch viel einfacher, so ein komplexes Projekt wie zum Beispiel ein Event zu organisieren. Bei uns jetzt bei Bridgeflow wäre das dann tatsächlich die Dienstleistung Asana einzuführen, wofür wir auch eine Checkliste haben. Du verwendest nicht die Standardschnittstelle zu Pipedrive, gell? Die verwende ich nicht, weil die nicht, also was wir machen in Asana, wenn ich das mal zeige, wir nutzen eine Vorlage. Das heißt, wenn du ein neues Projekt in Asana anlegst, kannst du hier sogenannte Vorlagen auswählen. Ja, also zum Beispiel hier Vorlagen, hast du ganz viele Vorlagen, die Firma gespeichert hat oder die Asana auch vorgibt. Und kannst dann sagen, zum Beispiel, wir haben eine Onboarding-Vorlage oder eine Vorlage für unsere Kundendurchführung der Prozesse. Und das kann die Schnittstelle Asana Pipedrive nicht, dass die eine Vorlage zieht. Und zusätzlich wird bei uns noch, wir haben ein eigenes Skript quasi geschrieben, wird bei uns dieses Projekt, was dann geöffnet wird, in ein sogenanntes Portfolio gelegt. Im Portfolio hast du eine Übersicht von allen Kunden, an denen du gleichzeitig arbeitest. Die haben alle die gleiche Checkliste und dann hast du hier die Übersicht, wie weit du bei welchem Kunden bist. Auch das ist eine Automatisierung, die wir selber über ein Skript geschrieben haben, die jetzt die native Anwendung zwischen Pipedrive und Asana nicht mitbringt. Okay, also auch kein Zapier, kein Integromat, wie sie gerade heißen. Macht sie wirklich Zapier ist dabei. Zapier ist dabei, aber Zapier wurde nur als Teil genutzt, um dieses Skript auszuführen. Okay, verstanden. In Asana selber, wenn du ein Projekt startest, kannst du auch eine Rückwärtsplanung machen. Also kannst du sagen, das Projekt muss bis zu dem und dem Zeitpunkt fertig sein. Die Geburtstagsparty ist am 2. Juli. Absolut. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Du siehst zum Beispiel jetzt hier an diesem Projekt, wo wir ein Event für nächstes Jahr planen, dass du quasi hier siehst, wie viele Wochen gibt es noch. Mhm. Du hast dann quasi hier in den Titel der einzelnen Sections in dem Projekt, hast du Wochenplanung, minus 10, minus 8 und so weiter. Kannst auch hier Daten vergeben, kannst zum Beispiel auch sagen, von
weiß ich nicht, 1. bis 30. Und kannst quasi relativ viel spielen mit Daten und kannst dann auch Regeln einstellen, zu sagen, wenn ein Fälligkeitsdatum in den nächsten 3 Tagen fällig wird, dann informier bitte Person A, B, C oder schieb die Priorität auf höher, dann kannst du quasi Automatisierung in Gang setzen. Mhm. Das funktioniert auch. Du hast auch die Möglichkeit, diese Listenansicht auch als Boardansicht darzustellen zu lassen. Du kannst hin und her springen. Das heißt, wenn du eher Kanban-mäßig arbeitest, zum Beispiel dieses Designbeispiel, was wir hatten, dann kannst du mit Designern zwischen verschiedenen Stati arbeiten. Ja, zum Beispiel hier neue Anfrage, Genehmigung einholen, in Bearbeitung, erledigt, offen und erledigt. Das kannst du machen. Du hast auch eine Gantt-Chart-Funktion. Das heißt, du kannst relativ komplexe Projekte auch auf einer Zeitachse dir darstellen lassen mit Abhängigkeiten. Das sind diese Pfeile hier. Eine Kalenderdarstellung, wenn das nötig ist, und kannst aus allen Reports ziehen, Dashboards bauen und du hast auch quasi eine Übersicht, wo du siehst, wer arbeitet eigentlich im Projekt, welche Dokumente gibt es, welche Teilziele, also Milestones haben wir und mit welchen Firmenzielen, und das ist auch was Besonderes, ist denn dieses Projekt verknüpft. Das heißt, du kannst zum Beispiel dein OKR-System in Asana darstellen und die Projekte mit deinen OKRs verknüpfen. Du kennst es sicherlich, in vielen Firmen ist es so, da baut irgendjemand mal eine schöne, shiny PowerPoint-Präsentation mit den Zielen von Q3, präsentiert die einmal, alle nicken, dann wird das abgelegt in Google Drive und nach 3 Monaten sagt jeder, oh, ich habe jetzt irgendwie an 10 Projekten gearbeitet, die irgendwie gar nichts mit diesem Ziel zu tun hatten, mit meinem OKR, weil eben die Verknüpfung zwischen Arbeit und Ziel nicht da ist. Und das hast du in Asana. Du siehst jetzt zum Beispiel, dass dieses Projekt hier mit dem Ziel Increase Revenue for Future Growth verknüpft ist und wie weit wir da sind, und hier sind quasi OKRs aufgebaut und hier habe ich quasi die Arbeit, die dieses Ziel unterstützt. Das ist auch was sehr Besonderes an Asana. Mhm. Coole Sache. Zeiten tracken funktioniert? Ja, das geht. Du kannst, es gibt 2 Möglichkeiten. Es gibt keinen nativen Time-Tracker in Asana. Asana hat aber eine Partnerschaft oder eine Integration mit zum Beispiel Harvest oder Everhour, wo du dann quasi jede einzelne Aufgabe tracken kannst, Budgets vergeben kannst, das geht. Du kannst aber auch relativ simpel für jede Aufgabe hier Time Required zum Beispiel eingeben. Also wie viel Zeit brauchst du dafür? Dann kannst du einen Soll-Ist-Vergleich machen. Mhm. Wer ein bisschen komplexeres Zeitmanagement braucht, der kann einfach Tools wie Everhour oder Harvest integrieren. Mhm, verstanden. Und da gibt es dann vermutlich auch eine Schnittstelle zu Rechnungstools. Ganz genau, das gibt es auch, ja. Mhm. Spannend, spannend. Ja, ich verlinke mir noch mal genau, wo die Grenzen sind zu Pipedrive, was man mit Pipedrive machen kann. Weil ich habe sehr viele Kunden, die verwenden eine eigene Pipeline, so wie du es jetzt auch gezeigt hast, da mit dem Kanban-Board in Wirklichkeit, eine eigene Pipeline genau dafür. Also ja. Das, was mir als erstes auffällt, haben wir eh schon gesprochen drüber, das, was mir als erstes auffällt, du hast keine zeitlichen Abhängigkeiten. Du kannst nicht sagen, wenn Aufgabe A, B, C erledigt ist, dann soll was passieren. Genau. Ja. Ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die Komplexität deines Produktes drauf an. Ja. Also wenn du was ganz Simples verkaufst, was auch im internen Ablauf keine komplexen Prozesse mit sich zieht, dann ist es, glaube ich, in Ordnung. Also ich habe jetzt hier mal das Beispiel After Sales. Also sobald ein Deal geclosed wurde, haben wir hier das Beispiel, dass du eine Pipeline öffnest. Mhm. Und dann hast du jetzt hier zum Beispiel Amazon als Kunden gewonnen, dann geht es in die Einrichtung, dann läuft die Einrichtung. Wenn du zum Beispiel eine Software verkaufst, dann wartest du auf den Lieferanten, Verrechnung und so weiter und so fort. Das sind relativ simple Schritte. Du kannst ja auch jetzt hier in Pipedrive für jeden Schritt Automatisierung einstellen. Wenn dieser Status hier erreicht ist, dann macht diese Aufgabe und so weiter und so fort. Mhm. Aber die Verknüpfung zwischen verschiedenen Abteilungen ist nicht da. Du kannst keine Dashboards ziehen, so wirklich mit, wie viele Aufgaben sind offen, welches Budget haben wir festgelegt. Also wir sind riesengroße Pipedrive-Fans und es ist ein wahnsinnig gutes Tool für Vertriebsteams. Und dann vielleicht auch für simple Produkte, die man verkauft und dann über so eine Pipeline wie hier darstellt. Sobald es aber ein bisschen komplexer wird, würden wir auf jeden Fall die Anbindung an eben ein Work-Management-Tool wie Asana empfehlen. Und das ist ja auch der große Unterschied und dann auch die Rechtfertigung für beide Tools. Und ich würde Asana vielleicht, ich habe da auch mal eine Slide so mitgebracht, ich würde Asana vielleicht so im Zentrum des Orts oder der Firma präsentieren. Das heißt, du hast irgendwie deine Produktabteilung, deine IT-Abteilung, irgendwie Cross-Company-Projekte, Operations, auch Vertrieb, HR-Marketing. Und die haben auch alle ihre eigenen Tools. Also du wirst das IT-Team nicht von Jira wegkriegen. Du wirst das Marketing-Team nicht wegkriegen, irgendwie Adobe zu nutzen oder andere Design-Tools. Das ist auch völlig in Ordnung so. Genauso wenig wirst du das Vertriebsteam davon abhalten können, Pipedrive zu nutzen, weil dieses Tool für Sales gebaut wurde, Asana eben nicht. Asana sehe ich aber eher so in dem Zentrum des Unternehmens, dass diese ganzen Prozesse irgendwann in einem Tool zusammenfließen. Das heißt, wenn unser Marketing-Team wissen will, welche Deals wir geclosed haben, müssen die gar nicht in Pipedrive gehen, sondern alle geclosten Deals werden in Asana geöffnet. Das heißt, dadurch kriegen die schon eine Übersicht und müssen gar nicht in die spezifischen Tools rein. Und das funktioniert in anderen Abteilungen genauso gut. Mhm.
Ich sage immer, was sehr was Ähnliches wie über Asana und über Pipedrive. Ich sage immer, man muss sich überlegen, wo ist ein Kernprozess? Und in sehr vielen Firmen ist tatsächlich der Kernprozess jetzt ein Work, wie ist das, nicht Projektmanagement, sondern Workflow-Management, wie sagst du? Workmanagement, genau. Workmanagement ist Workmanagement. Bei sehr vielen Firmen ist es halt Sales. Da muss man sich überlegen, was ist der Leading System? Ich sehe aber Pipedrive und Asana tatsächlich komplett parallel nebeneinander herlaufen. Ja. Ich glaube, dass man die Verbindung noch sehr schön machen kann. Man könnte zum Beispiel ganz sicher die Aktivitäten jetzt zurückspielen in Pipedrive, wenn man als Informationsstation jetzt Pipedrive nehmen möchte. Oder eben umgekehrt. Also wenn man sehr viel mehr Menschen involviert hat im Workmanagement, dann macht es ganz sicher Sinn in Asana. Du vom Preis her, wie bepreist denn Asana Ja, die Lösung? kommt drauf an, es gibt eine Free-Version, das kannst du komplett kostenlos nutzen. Dann hast du natürlich auch eingeschränkte Funktionalitäten. Du kannst zum Beispiel solche Custom-Felder nicht nutzen oder Regeln einstellen. Das heißt, für kleine Teams, die gerade starten und mal so eine Grundorganisation brauchen, kannst du die Free-Version nutzen. Und dann gibt es Premium, Business und Enterprise. Das heißt, wenn wir bei Konzernen oder großen Mittelständlern reden und Firmen, denen Admin-Konsole sehr wichtig ist, die halt sehr viele Nutzer verwalten müssen, und auch Data Security ein Thema ist, da kommt Enterprise ins Spiel. Das ist dann per Anfrage der Preis. Wenn ich bei Business bin, das ist die wichtigste und größte Version, die eigentlich für alle Teams so ab 20, 10 bis 20 Mitarbeitern empfohlen wird, wenn man Projekte managen will, wo man Automatisierung braucht, Portfolios, Ziele, OKR-Management zum Beispiel. Da liegt man bei 24,99 im Monat pro Nutzer. Und bei Premium liegt man, glaube ich, aktuell bei 10,99 pro Monat pro Nutzer. Verstanden. Gut, kenne mich aus. Bernd, fällt dir noch was ein? Soweit, vielleicht zusammengefasst zu sagen, Asana ist aus unserer Sicht ein Tool, wo alles zusammenläuft. Und wenn man aber natürlich ein sehr vertriebsorientiertes Unternehmen ist, du hast ja auch, glaube ich, gesagt, dass Pipedrive eher von kleineren Unternehmen genutzt wird. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Dann mag das auch völlig ausreichen, seine quasi, was ich hier gezeigt habe, quasi seinen Workflow in Pipedrive darzustellen. Sobald es ein bisschen komplexer wird, Abhängigkeiten, ist, glaube ich, Asana das richtige Tool. Und wer da Unterstützung braucht beim Zusammenbau zwischen Pipedrive und Asana, auch wenn was um Skripte schreiben geht, API-Anbindung, kann sich auch gerne bei uns melden. Das werden wir auf jeden Fall so machen. Ja, weil du gesagt hast, Pipedrive kleinere. Also Kernzielgruppe von Pipedrive ganz klar. Ich sage jetzt mal 10, 20, 30, manchmal 50, 70, 80, 100 Mitarbeiter. Das ja, wenn jetzt sehr viele, oder sagen wir so, in großen Firmen arbeiten normalerweise immer ein relativ kleiner Teil im Sales. Ja, und wenn Pipedrive jetzt für 10 Menschen benutzt wird, aber 100 Menschen in der Firma arbeiten, das wäre zum Beispiel der typische Fall, wo man Pipedrive an Asana wahrscheinlich anbindet. genau. Weil die anderen Teammitglieder ja nicht Vertrieb machen und dann quasi die Infos vom Genau. Vertrieb brauchen, dann macht so eine Anbindung absolut Sinn. Genau. Bernd, ich stelle auf jeden Fall deine Kontaktdaten irgendwo in die Nähe des Videos. Wir selber sind auch offizieller Asana-Partner. Also über die ersten Schritte können wir auch drüber helfen. Aber wenn es dann ins Detail geht, dann bin ich sehr froh, wenn wir dich als guten Partner für uns weiterempfehlen können. Ja, Kontaktdaten stelle ich hin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich freue mich über Kommentare, insbesondere wenn Fragen unbeantwortet geblieben sind, weil dann können wir nämlich noch ein Video nachmachen oder diese Fragen auch beantworten. Gut, vielen Dank, schönen Tag. Danke dir auch. Ciao, ciao. Ciao.